Verdammte Söldner auf den Straßen. Die Welt verkommt total. Du bist an der Reihe. Haben wir da ein potenzielles Mitglied vor uns? Möglicherweise. Wie lautet der Plan? So, damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Watch Dogs Legion mit mir, dem Jan. Jetzt haben wir hier zwei Sachen. Finde Bagley. Bagley hat nach seiner Abschaltung einige Überreste von Bildern in seiner Software entdeckt. Er glaubt, er war einst ein Mensch, der von Sky Larsen neural kartiert wurde und dass es sich bei den Bildern um Erinnerungen an sein altes Leben handelt. Um Bagley dabei zu helfen, seine Erinnerungen wiederherzustellen, solltest du herausfinden, wo die Bilder aufgenommen wurden und ein Foto machen, um das Bild zu vervollständigen. Hallo, wenn du einen Augenblick hast, könntest du mal zu meinem Terminal kommen. Das ist ein bisschen peinlich, aber mir geht's nicht gut. Na schön. Ich unterbreche dich nur ungern beim Widerstand leisten, aber ich dachte, dich interessiert vielleicht, dass eins unserer Mitglieder gerade von der Straße in einen unbeschrifteten Van gezerrt wurde. Verdammt! Ich rekonstruiere die CTOS-Daten gerade und es sieht so aus, als wurde das Opfer direkt vor der Entführung von einem unserer Feinde verfolgt. Einer Frau, die du bei einer deiner Eskapaden verärgert hast. Finde sie, dann finden wir auch ihr Opfer. Bin dran. Leute mit eigener Meinung nicht. Hecky Kidnapperin. Okay. Automatisierung bedeutet verhungern. Automatisierung ist echt bekloppt hier zu bleiben. Okay, ich glaube, ich bin nie hier rausgekommen bis jetzt. Ich könnte ein Auto gebrauchen. Entschuldigung. Einsteigen. Ist sie hier? Ja, quasi. Kidnapperin ist in der Nähe und hat zwielichtige neue Bekanntschaften. Du solltest unser Entführungsopfer über ihre Optik finden können. Was ist das denn? Da ist die Leiche. Boah, bei Assassin's Creed würde ich jetzt einen Attentat von oben machen. Punkte. Ich habe hier fast alles. Ja.
Wo kann ich hacken? Da kann ich herunterladen. Habe ich jetzt, okay. Aber ich deck dir nicht den Rücken. Flach. Moment, Sekunde. Ist das dein Problem? Entkomme aus dem Gebiet. GPS-Analyse abgeschlossen. Ich habe eine Spur unseres Entführungsopfers. Leite mir die Koordinaten weiter. Wo? Da hinten. Irgendwo ein Auto. Erstmal Musik wieder aus. Und dann fahren wir mal eben dahin und retten die. Das war wieder eng. Ups. Hier habe ich schon. Okay. Bin zu weit gefahren. Hä? Wieso ist denn da jetzt das Ziel? Ich war doch gerade hier. Mich verarschen? Wieso ist sie jetzt wieder hier? Ich verstehe es nicht. Ist hier irgendjemand drin? Nein. Wieso ist es jetzt schon wieder woanders? Unser Entführungsopfer ist hier. Pass unterwegs auf die Handlanger auf. Das ist ja Londons Best.
Hä, ich versteh's nicht. Einfach wieder hier. Ja, habt ihr das gehört? Hier gibt es nichts für dich. Du hast hier nichts verloren. Hä, von wo? Wo sind die? Waren das jetzt alle? Jetzt alle, dann kann ich mich ja hier kaputt machen. Wieso hat die schon wieder keine Maske? Entriegeln und jetzt da runter wieder. Hol sie raus. Wieso sind die so lahm? Schützt mich heute. Im Ernst. Was ist hier los? Hat jemand Durst? Es ist nur Drinks. Kann keine Verfolger mehr sehen. Unser Mitglied ist wieder einsatzbereit und ein weiterer Feind von DedSec ist ausgebremst. Gut gemacht.
Was war jetzt hier? Sprich beim Versteck mit Barkley. Was sind das eigentlich noch für Missionen, die es hier gibt? Neue Missionen. Was gibt's, Bagley? Also, ich habe beunruhigende Neuigkeiten. Ich habe nämlich nachgedacht. Will meinen? Na, ich habe nicht nachzudenken. Ich bin eine superintelligente KI mit ständigem Zugriff auf sämtliches Wissen. Ich habe keine Gedanken, sondern Ladezeiten. Aber nach allem, was ich durchgemacht habe, ich bin gestorben, habe all die Leute gesehen, die Skylarsen ausgekratzt und in KIs verwandelt hat, wurde wiedergeboren, grübele ich über meine eigene Existenz nach wie ein Aristokrat aus der Renaissance, der des Schikanierens seiner Dienstmädchen überdrüssig geworden ist. Ich glaube, dass ich nicht immer nur Software war. Du glaubst, du warst mal ein Mensch? Wie gesagt, beunruhigend. Seit wir in dem Labor waren, habe ich tief in meinem Betriebssystem einige Bilder entdeckt. Ich glaube, das könnten Erinnerungen sein, aber sie sind beschädigt, deshalb bin ich nicht sicher. Ich glaube, so fühlt es sich an, etwas nicht zu wissen. Und ich glaube, ich hasse das Gefühl. Hey Bagley, das ist fantastisch. Schick uns die Bilder, wir könnten deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Wenn du dann Ruhe gibst, ich habe sie dir geschickt. Wenn du mir die Orte deutlich zeigen kannst, kann ich das mit den Bildern aus meinem Betriebssystem kombinieren und mich an mehr aus meinem früheren Leben erinnern. Ich jetzt die Orte auf der Karte. So, was habe ich denn hier? Verbrennung drittes Grad. Dexate muss mit einer Journalistin zusammenarbeiten, um eine Regierungsverschwörung zu enthüllen. Ich habe mal mit eurem Freund Richard Malik Tacheles geredet, so zwischen Ex-Source Agent und Ex-Albion. Er hat mich auf diese Audioaufnahme hingewiesen. Die solltest du dir anhören. Könnte eine große Sache sein. Nur raus damit. Und wenn du mal Zeit hast, knall Malik doch eine von mir, ja? Was zur Hölle soll das heißen, keine laufende Untersuchung? Sind Sie die Polizei oder nicht? Sind wir. Und das meine ich genauso, wie ich es sage. Meine Freundin war Journalistin. Sie hat an einer Story über Entführungen durch den Sirs gearbeitet. Jetzt wird sie vermisst. Finden Sie das nicht ein wenig auffällig? Hören Sie, die Entscheidung in dieser Sache nicht zu ermitteln, wurde weit über meiner Gehaltsstufe getroffen. Sie verstehen? Sehr weit rüber. Sie stecken damit drin? Verdammte Scheiße! Ich leg jetzt auf. Und ich zeichne das auf. Die erwähnte Journalistin scheint sich mit dem SIRS angelegt zu haben. Und da sie 1984 nicht als Warnung, sondern als Betriebsanleitung verstehen, könnten sie in Schwierigkeiten stecken. Sie braucht unsere Hilfe. Allerdings. Bringen wir es zu Ende. Ich habe ihren letzten bekannten Aufenthaltsort auf deiner Karte markiert. Du solltest dich aber beeilen. Die Daten sind noch so frisch, dass der SIRS sie vielleicht noch nicht erwischt hat. Okay, wo denn? Genau mein Geschmack. London ist nicht nur für Millionäre. So. Ach, nur die hässliche Fresse, die ich nicht sehen wollte. Lass mich in Ruhe, ich der Ruhe. Wo war das denn jetzt? Da hinten die drei. Hier ist diese Journalistin auf mysteriöse Weise verschwunden, während sie untersucht hat, wie der SIRS auf mysteriöse Weise Menschen verschwinden lässt. Ich wette, wir finden dort, was wir suchen. Ich dachte, wir könnten der Möchtegern-Stasi vom SIRS einen Schritt voraus sein. Aber ich sehe Anzeichen für einen Kampf. Ich habe einige Beweisstücke markiert, die ich näher untersuchen möchte, wenn du mir hochauflösende Fotos besorgst.
Was schießt denn hier wieder auf mich? Weißt du, das erfahre ich jetzt erst, dass ich hier das umstellen kann. Anscheinend ist etwas Interessantes. So, also. Da hinten ist eine Kamera. Also, oder war mal eine Kamera? Jemand hat die Überwachungskameras mit Sprühfarbe verziert. Was hier? Hey, das war doch ein Foto. Eine Notizdatei ist offen. Sieht nach einer Journalistin aus. Ich habe auf deiner Festplatte eine Mitschrift abgelegt. Immerhin wissen wir, dass sie hier war. Danke, Schätzchen. Laut Ministeriumsquelle segnet der Minister die SIRS-Festnahme als legal ab. Was? Die Ermittlungsbefugnisverordnung ist nicht mehr online. Komisch. Die Rechtsbibliothek hat ihr Exemplar absichtlich verlegt. Vielleicht hat Kaith eins. SIRS-Quelle hat die Datenhop-Methode bestätigt, verweigert aber weitere Auskünfte, noch keine Story. Wichtig: Holt Gemüsebrühe fürs Abendessen mit Kaith bei der Albion-Frau. Von der anderen Sache gibt's das echte Zeug. Der SIRS-Quelle gefällt es nicht, dass wir sie anonym zitieren wollen. Hat er einen persönlichen Treffer zugestimmt. Reifenspuren, relativ frisch. 24,9 Zoll Durchmesser, eine übliche Größe für große Fahrzeuge wie Trucks oder Van. Verdammt! Was jetzt? Ach, beruhig dich. Hast du geglaubt, ich hätte dich die ganzen Fotos für meinen Invite-Feed machen lassen? Wenn du den CTOS-Hub findest, kann ich deine Fotos mit dem Security-Feed gegenchecken und die Momente isolieren, bevor die Journalistin entführt wurde. Vielleicht versteckt sich da ein Hinweis. Okay. Okay.
1000. Gefunden. Das ist das Bild kurz bevor die Kamera schwarz wurde. Siehst du den Van im Hintergrund? Die Nummer auf dem Kennzeichen deutet darauf hin, dass dies ein Regierungsfahrzeug ist. Das. Weißt du, wer wissen könnte, wo ein SIRS-Agent eine unter fragwürdigen Umständen festgenommene Journalistin hinbringt? Ein anderer SIRS-Agent. Ich habe Malik in der Leitung. Malik? Dem dürfen wir kein Wort glauben. Müsst ihr das denn? Vielleicht verfolge ich einen Plan. Vielleicht ist mir einfach auch nur langweilig. Will meinen? Sieh dir diese Farbe mal genau an. Das ist keine handelsübliche Farbe. Das ist Kark-Farbe fürs Militär. Erinnerst du dich, wie du mich vor Albion gerettet hast? Fick dich! Ach, komm schon. War doch lustig. Aber wie auch immer. Damit wir aus diesem Tag noch was rausholen, habe ich einen Wurm in ihrer Kommunikationsausrüstung installiert, der mir unter anderem Daten über ihre Anforderungen liefert. Ich habe Bagley gerade Zugriff gegeben. Anscheinend hat Albion gerade eine Lieferung Karkfarbe in diesem Farbton zum Albion-Internierungszentrum liefern lassen. Ich übertrage den Standort. Da hinten. Aber bevor ich hier weitermache, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.